Ikigai hat seinen Ursprung im Buddhismus und hier konkret in der Region rund um Okinawa in Japan. Diese Region gehört zu den 5 weltweit existierenden sogenannten blauen Zonen, wo die dort lebenden Menschen weltweit das höchste Lebensalter erreichen. Die Menschen dort werden jedoch nicht nur besonders alt, sondern erreichen dieses hohe Alter auch mit einer sinnerfüllten Lebenszufriedenheit. Ikigai ist eine sehr alte japanische Lebensphilosophie und bedeutet so viel wie etwas, wofür es sich lohnt, jeden Morgen aufzustehen. Im Sinne von Ikigai werden grundlegend 2 Wege verfolgt. Im ersten Weg dreht es sich um die eigene Selbstverwirklichung und im zweiten Weg um einen förderlichen Beitrag an die Gesellschaft. Der zweite Weg hat in Japan einen sehr hohen Bedeutungswert, da es für sehr viele ältere Japaner selbstverständlich ist, auch im hohen Alter noch zu arbeiten. Einer Tätigkeit im hohen Alter nachzugehen ist dann erfüllend, wenn es eine Arbeit ist, welche dem entspricht, was seinem eigenen Sinn des Lebens am nächsten kommt. In unserer Ikigai-Ausbildung erlernt man Methoden, Tools und Skills, welche einen in die Lage versetzen, seinen eigenen tiefergehenden Sinn des Lebens zu erkennen und kann mit dem Gelernten auch seine eigenen Klienten auf diesem sinnerfüllten Weg dorthin begleiten. Die Lebensphilosophie des Ikigai passt wie keine andere in die zunehmende hektisch werdende Welt. Gerade in Zeiten des stetigen Wandels und der rasenden Geschwindigkeit des Internets stellt Ikigai eine Methode dar, welche einem wieder ermöglicht, sein Leben nach eigenen Werten zu gestalten. Unsere Ikigai-Ausbildung wird durch erfahrene Coaches und Trainer durchgeführt. Die Philosophie des Ikigai kann im Rahmen der eigenen Persönlichkeitsentwicklung sowie zusätzlich auch im Business wie im Sport eingesetzt werden. Wir sind im deutschsprachigen Raum das erste Ausbildungsinstitut, welches eine derartige Weiterbildung anbietet. Das Konzept der angebotenen Ausbildung verbindet hierbei die alten Weisheiten des Ikigai mit den Erkenntnissen und wissenschaftlich erforschten Methoden neuerer psychologischer Ansätze, wie zum Beispiel der positiven Psychologie oder auch der Logotherapie. Ikigai kann darüber hinaus auch im therapeutischen Kontext bei leichten Depressionen eingesetzt werden. Die Ikigai-Ausbildung besteht aus einem Präsenztraining, welches durch ein Selbststudium vervollständigt wird. Ergänzt werden kann die Ikigai-Ausbildung durch spezifische Erweiterungsausbildungen für den Business-Einsatz und den sportlichen Kontext. Der Inhalt des Lehrstoffes befasst sich mit den Grundlagen des Ikigai, der Weiterentwicklung der Ikigai-Blume, den Naikan-Fragen im Ikigai, was sind Ikigai-Werte und wie erkennt man diese? Welche Bedeutung hat die Achtsamkeit im Ikigai? Wie erhält man durch Ikigai mehr Resilienzkompetenz? Wie verbindet man sich durch Ikigai mit sich selbst? Wabi-Sabi, Kintsugi und Kaizen sind weitere Lerninhalte unseres Ausbildungskonzeptes. Wie erhält man mit Ikigai ein förderliches soziales Umfeld? Man lernt die Weisheit der 100-Jährigen kennen und neben einem Anti-Aging-Lebensrezept vertieft man das Thema der Salutogenese in Verbindung mit der Philosophie des Ikigai. Weitere Ausbildungsinhalte findet man in den Ausbildungsinformationen auf unserer Homepage. Ein wichtiger Lerninhalt besteht zudem darin, wie mit Ikigai mentales Training neu erlebt werden kann. Als Leiter unserer Ikigai-Ausbildung freue ich mich auf ein baldiges Kennenlernen und gerne stehen wir auch für Fragen zur Verfügung. Ihr Hans-Jürgen Kaschak.